und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir. Und zwar handelt es sich hierbei um den Mod für Watch Dogs, denn wir wissen ja, Ubisoft hat ja angekündigt bei der E3 uns einen Trailer gezeigt, wo die Grafikeinstellungen Bombe waren, ja, richtige Settings-Bombing, also das sah super aus, ja. Und ja, große Enttäuschung, wer hat's gedacht, als es praktisch dann rauskam, war die Grafik, also am PC dementsprechend natürlich reden wir jetzt hiervon, nicht gerade die beste. Ja, jetzt hat sich ein lieber netter Typ aber dran gehockt und geschaut, warum das so ist. Und zwar liegt es darin, dass im Programmcode, ja, von Watch Dogs ein bisschen, was geändert worden ist, damit man nicht die E3-Version hat, sozusagen. Ja, man hat nicht, wenn man das jetzt, nachdem ich das gemacht habe, euch praktisch jetzt zeige, hat man nicht die komplette Grafik wie bei E3, wo euch gezeigt worden ist, die hat man nicht. Aber der Typ, der das programmiert, und ich zeige euch mal schnell die Webseite, wo ihr rausgehen müsst. So, und das ist diese hier. Ja, das ist in einem Forum. Warte mal, kann es sein? Nein, gut. Dann liegt das anderes Forum, egal. Und zwar hat dieser Typ hier, ja, Folgendes herausgefunden. Ich zeige euch nämlich jetzt, wie man das installiert. Und so diese Bilder, die ihr hier seht, so sieht dann Watch Dogs im Nachhinein aus. Und ich habe dann auch eine kleine Aufnahme nach dem Tutorial, das könnt ihr euch anschauen. Und es kommt doch sehr nah an die E3-Version ran. Ja, das sieht man hier sehr deutlich. Und ja, ich zeige euch, wie das geht. Am besten ist, hier oben steht auch der Link, aber der Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Ihr geht auf diesen Link und dann könnt ihr euch raussuchen, wo ihr es runterladen wollt, von Mega oder Mediafire. Ich habe Mediafire gewählt und ihr wisst dann, ihr bräucht einfach nur den Download-Button klicken. Ja, ich habe das Ganze schon gemacht und ich habe es mir auch schon hier hingezogen. Das Ganze könnt ihr einfach hier entpacken und dann kommen diese drei Daten raus. Natürlich könnt ihr es auch in Ordner machen, das ist eure Sache. Ich nenne jetzt einfach mal schnell Watch Dogs Mod. Ja, und wir packen diese Sachen da rein. Dann könnt ihr natürlich die hier löschen. Und dann haben wir hier drei Settings. Und zwar sind diese drei neue Kameras praktisch neu vorhanden. Soweit ich verstanden habe, kann man entscheiden, was für eine Einstellung man haben möchte. Also Closer, Fahr- oder Normalkamera. Und dann sind hier immer Patch-Details. Ja. Die müsst ihr dann eigentlich nur in das Verzeichnis von Watch Dogs installieren. Wie ich das zeige, zeige ich euch jetzt. Schwachsinn, ich zeige es einfach. So, ihr könnt hier schon mal das Fenster beibehalten. Dann gehen wir hier auf Computer. Ihr müsst wissen, wo bei euch Uplay installiert ist, beziehungsweise das Spiel. Bei mir ist es auf dieser Platte, dann unter Uplay und dann habe ich das hier Watch Dogs. Dann müsst ihr in diesem Ordner sein. Ja? Dann geht ihr auf data-win64 und hier seht ihr schon, hier habe ich diese drei einfach mal so reingezogen und hier sind auch schon diese Patch-Dateien. Ja? Ich lösche sie jetzt einfach mal für euch. Lösche sie einfach mal raus, egal. Und dann zieht ihr die einfach hier rein. Ja? Das ist die eine Sache, die ihr erledigen müsst. Danach, wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr im Prinzip das wieder löschen oder lässt es irgendwo auf dem Desktop. Danach geht ihr wieder auf den Computer und dann geht ihr einfach hier zu Dokumente. Ja. Dann gebt ihr einfach My ein, dann kommen wir hier schon zu My Games. Dann unter Watch Dogs geht ihr rauf und dann seht ihr den Ordner hier und dann geht ihr drauf. So, und dann öffnet ihr dieses Game-Profil. So. Bei mir ist es hier geöffnet worden und hier seht ihr jetzt ganz, ganz viele Sachen. So, ich weiß nicht, was ihr da für Programme nutzen kommt, ob das unter dem Editor auch funktioniert, unter dem normalen Windows-Editor, glaube schon. Wenn nicht, verlinke ich ein anderes Programm noch in die Beschreibung, dann könnt ihr das Teil hier öffnen. So, aber normalerweise müsst ihr das können. So, dann müsst ihr eine bestimmte Datei suchen und zwar müsst ihr das hier finden. Hier steht Quality, ja. Normalerweise steht hier aber nicht Ultra. Normalerweise steht er nämlich, wenn wir hier nochmal raufgucken, hier steht es nämlich auch drinnen, genau, hier, normalerweise steht das hier denn. Quality ist gleich unterstrich Runtime. So, und dieses Runtime, ja, ändern wir zu Ultra. So, und das habe ich hier schon erledigt, dann drückt ihr einfach Steuerung S oder je nachdem, könnt ihr es auch einfach hier unter Speichern machen, je nachdem, was ihr für einen Editor habt. Und dann war es das eigentlich im Prinzip schon. Dann, wenn ihr Watch Dogs einfach startet, über Player könnt ihr es zocken und ihr merkt schon einen Grafikunterschied. Wer sich fragt, geht es jetzt auf die Leistung? Nicht so viel. Ja? Ich habe jetzt gleich noch nach diesem kleinen Tutorial einen kleinen Teaser zusammengeschnitten, wie sich das Ganze denn, ja, wie das halt aussieht für euch. Und das war's im Prinzip. Ja?
Also die Links sind alles in der Beschreibung. Dann gib mir bitte einen Daumen hoch, das wäre nämlich hilfreich für mich. Und dann bleibt jetzt noch dran für den Trailer.